So Leute, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Modelle aus dem Bauen bei mir. Jo, ich möchte euch mal kurz ein bisschen was zeigen. Und zwar habe ich das Schottern hier probiert, ein bisschen. Nur probiert, also das wird jetzt mal dann fortgesetzt. Und zwar mit einem bestimmten Schotter. Und zwar von Auhagen, den hier. Sieht man das? Gleisschotter braun mit meiner neuen Kamera jetzt hier aufgenommen. Ja, also der ist recht schön. Vielleicht braucht auch jemand den Code hier. So, ja, dazu der Kleber, der wurde mir vorgeschlagen mitzukaufen beim Modellbahn-Shop. Ist jetzt nicht so geeignet dafür, muss ich sagen. Der ist von Busch. Also ich werde das jetzt mal mit Leim dann machen weiterhin. Und ja. Ja, hier meine Alex Look. Die ist gerade in der kleinen Werkstatt oder so. Da ist hier die Treppe. Hier vorne hat sich gelöst unterm Fahren. Und ja, das repariere ich mal kurz. Ja. Sonst gibt es eigentlich nichts Neues. Ich möchte jetzt das Schotter noch ein bisschen fortsetzen. Dann werde ich jetzt mal bald das K-System hier von hier noch zusammenbauen. Und der Gartencenter macht auch Fortschritte, weiß aber gerade nicht, wo der so ist. Ja, meine Züge, die kennt man ja. Metronom steht jetzt auch drin, der Steuerwagen ist im Moment noch unterwegs. Die zweite Baureihe 612 in Weiß habe ich wieder verkauft, weil sie ein Kumpel von mir unbedingt wollte. Und ja, die Aufnahme ist jetzt, könnte sein, dass da ein paar Pixel zu sehen sind. Das ist ein bisschen flimmert, das liegt daran, dass es schon sehr dunkel ist draußen. Und ja, das Licht hier, na gut, mal sehen, wie es nimmt. Jo, ja, ich freue mich über Kommentare und wenn es was gibt. Lass mal den Zug hier noch ein bisschen fahren. Eine Runde. Den 612er von Pico, immer wieder schön. Ja, vor kurzem ist jetzt auch rausgekommen. Die Baureihe 440 in Agilis Ausführung werde ich mir irgendwann nächstes Jahr zulegen, vorher nicht mehr. Ja, mal sehen. Ja, 612 hier. Und ja, von dem hier ist jetzt der in Agilis rausgekommen. Und ja, den werde ich mir zulegen, aber erst nächstes Jahr wahrscheinlich. Und ja, die Lok, die kennen wir ja schon, ne? ÖBB. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns in einer weiteren Aufnahme, die hoffentlich bald erscheinen wird. Ich wünsche euch viel Spaß weiter mit meinen Videos und sage dann Tschüssikowski.